So, nächste Folge. Hey, YouTube, was geht ab? Und Twitch. Und der Rest. Wir haben Bärengenome extrahiert. Gibt ein Mod mit einer Anti-Scaria-Granate. Ich muss gerade überlegen. Ich brauche nämlich eine neue Zone. Tötungszone. Diese Zone wird dafür sein, um Tiere, die explodieren können, von ihrem Leiden zu erlösen. Also leben. Weiterbohren. Wenn man die Granate wirft, haben die Tiere die Krankheit nicht mehr. Ach so. Wenn Tiere krank sind. So, mal gucken, was sind meine alten Tiere. Zwischendurch wurde anscheinend ein... Stimmt, ich hatte ja eine von den kleinen Weibchen bekommen. Vielleicht ist Tötungszone ein ziemlich doofes Wort dafür. Also sie haben sich so schlimm vermehrt, die Bummelupen. Ich hab's auch extra hier auf dem Stein drauf gemacht. Damit die halt nicht so viel in Brand setzen. Ich glaube, trainieren den Kampf schicken wäre lustiger. Und auch aufwendiger. Und ich extrahiere Gene.
bitte da einen dran setzen. Nein, da ist alles Heugras. Das ist nur für die Tierversorgung draußen. Drin kann ich mit dem Mais alles machen, was ich will. Das reicht. Mein Lager ist trotzdem noch voll. Aber mein erster Toter ist erst seit 5 Jahren eingefroren. Trotzdem 7000 Watt im Plus. Okay. Hast du ein Problem damit, wenn ich dir irgendwelche Sachen einpflanze? Nö. Dann kriegst du jetzt einen Bohrarm. Ich bin neu hier auf Twitch. Was machst du da? Ich implantiere einen meiner wundervollen Bewohnern meiner kleinen Siedlung jetzt einen Bohrarm. Was bedeutet, dass ich eine normale Hand umbaue in ein abstraktes Konstrukt, womit man schneller bohren kann. Weil er es so verdient hat. Da hatte ich auch Löschschaum reingemacht. Das Lager kann auch noch einen Löschschaumwerfer bekommen. Da bitte auch noch einen. Ich glaube, jetzt kann ich auch Menschengenome extrahieren. Ja, Humanoide. Ach, Schitte, der hat die Bumalupen schneller geschlachtet, als ich das Genom extrahieren konnte. Naja, ich habe ja 2. Was andere schneller priorisiert wurde. Thank you.
keine Ahnung, was ich von dem ganzen Zeug brauche. Ich baue einfach alles. Diese Genome sind eigentlich für eine Mod, dass du in der Lage bist, Tiere zu kombinieren. Und auch Menschen. Also kannst Fähigkeiten von Tieren in Menschen einfügen. Das habe ich alles noch nicht so richtig ausprobiert. Von der Mod, die wurde mir halt empfohlen von jemandem. Aspekt das in. Könnte Torg bitte Bärengenome bekommen? Vielleicht wächst mir dann ein Fell und mir ist immer kuschelig warm. Das hatte ich ja schon. Hasenohren. Tut mir leid, das kenne ich nicht und das mache ich wahrscheinlich auch nicht. Weil ich nicht bei Masters oder sonst irgendwelche Events mitmache, weil ich nur wenn mit Leuten spiele, die auch hier spielen. Also Leute, die mir zuschauen, die dann auch mal spielen wollen. Und ich mache nicht bei großen Events oder sonst irgendwas mit. Habe ich noch nie. Die oberen drei Implantate sind Haut aus Stahl. Doch hier trinken. Ach so, das war ja, die hatte ich schon da stehen, ne? Geistige Arbeit 10. Ach so, ich muss. Ah. Muss die erst umfüllen in die Inkubatoren.
Und dann kann ich die kombinieren, wie ich das jetzt richtig gesehen habe. Da kann ich die Organe schon duplizieren. Dafür brauche ich nur Grundorgane, wovon ich eigentlich unendlich herstellen kann. Weil ich die aus Holz zum Beispiel auch holen kann. Mir werden die Geheimnisse dieses Genetik-Mods offenbart. Aber eigentlich wollte ich schauen, wenn ich noch einen Bohr angeben sollte. Ich verwende doch noch gar keine Gene. Eine Vervielfältigung der Gene kann ich immer noch machen. Den Nuklearmagen kannst du auch selbst herstellen mit der Prothesenforschung. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt von den Mods her ist, aber ja. Gute Nacht, Seuche der Welt. Fehlt jemand eine Waffe? Was kann man nicht duplizieren? Die Thrombogene. Ich weiß, bringt nichts, sieht aber schöner aus. Fertig. Das war das Ei, was eh schon im Eimer war. Du kannst mit Thrombogen
ihr wahrscheinlich ein Milchtrumbo hier ja, großziehen. Ich glaube, nämlich hier drin lässt das Tier so wachsen. Powerful Melee-Attacken. Aber ich humanoides Genetikmaterial habe, also brauche, um, sag ich mal, hier eine Verbesserung zu machen für Menschen. Ob wir wollen, dass unsere Kolonisten explodieren? Nein. Jedenfalls gerade noch nicht. Ja, geht mehr auf einmal. Ich habe das Langsame, wo der Einzelne macht, angehabt. Das ist aus Nahrung was herholen, von Leichen, aus Inkubatoren. Achso, damit kann ich Inkubatoren wieder einäschern. Trumbo und der laufende Eisberg kombinieren. Ich glaube, du kannst das nicht mit allen Tieren machen. Also beziehungsweise manche Genome etc. existieren ja nicht. In der Mod. Weil es ja Tiere sind, die im Original nicht vorkommen. Also gibt es dann keine Genomkombination, die du nutzen könntest dafür. Hallo Pixel. Guck grad, wenn ich schicke. Nicht Basilos. Sobanro, Dr. Proof und Sloda. Habe ich eigentlich irgendwo Tiere, die nicht trächtig sind? Da könnte man 60 mitnehmen.
Wir ziehen bitte auch mehr als die paar, 20. Anscheinend ist Trockenfutter wieder Mangelware, wie immer. Man nimmt einfach 1000 Heu mit. Du hast ja noch 3 Leichen auf Lager, um die DNA aus ihnen zu pressen. Nein, das sind Kolonisten, die werden irgendwann mal wiederbelebt. Wenn sich die Situation ergibt. Ein bisschen Bier zum Besaufen. Schade, ich kann nicht die Non-Spezifik duplizieren, die DNA, weil dann könnte ich ja theoretisch, ja, unendlich viele Genome herstellen. Weil du kannst ja random Genome herstellen. Aber duplizieren wir auch mal Gene von der Boomerlope. Weg sind sie. Edo, du kümmerst dich jetzt um unsere Leute im Gefängnis. Weil ich glaube, die werden schon wieder nicht gefüttert. Credo, wo läufst du hin? Ach, du isst. Du sollst einen Waffenhändler mal kontaktieren. Rauchgranaten brauche ich nicht. Ja, komm. Ich habe so viel Silber, kaufe ich. Die Autoschrotflinte kann weg, die Battle Rifle auch, weil das sind alles Dinger, die benutzen wir nicht mehr. Wobei vielleicht die Meisterlichen behalten. Und die eine Exzellente. Kommen ja vielleicht mal neue Leute dazu, die... Ach, und die Waffe, die mir vorhin aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, oh, jemand hat seine Waffe verloren, das war ja die Waffe von unserem Toten. Das Sky Steel will irgendwie keiner tragen. Transportroboter kann man nie genug haben. Hallo Heinz, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Mir tun die Lippen weh, wenn ich lache. Wenn ich lächle. Sehr ekelhaft. Forscht ist alles, was mit diesem Genetikkram zu tun hat.
Das liegt an der ungewohnten Bewegung der Lippen. Da könnte ich dir recht geben. Genome dupliziert. Ein Mega-Wolverine. Er ist sehr süß. Ein Hinterhalt von der Dreiner-Larve. Von zwei Larven. Kriechen die auf mich zu? Oh. Ist ja wie Angriff der Schnecken. So, mach daraus mal eine Heimatzone, dann schicken wir die Tiere eben hoch. Dann könnt ihr die entladen. Und ihr könnt schon mal anfangen, die Maschinenbauteile abzubauen. Alles egal. Das könnten die auch einfach mal einführen, dass es automatisch geht. Alter, da ist ja noch so ein kleines Vieh. Das hat angefangen, mich nachts aufzufressen. Als wenn die neben einem kleinen Kackhaufen schlafen. Ich hab draußen geschlafen, hab in der Kälte geschlafen, bin unglücklich. Toll, Jade. Oh, Moment. Dir geben wir Freizeit. War nämlich psychisches Brummen, was jetzt alle ziemlich belastet. Bei minus 39 ist unerträglich laut.
Shuttle konnte nicht landen, wegen blockiert durch Pappel. Das ist aber jetzt ganz schlecht mit der mit dem psychischen Brummen, weil der jetzt abgeholt wird. Fortschrittlichen Bauteilen. Können wir doch von den Charge Sniper Rifeln noch 4 Stück herstellen. Wenn Rowdy Zeit hat dafür. Ich habe ihn noch besser gemacht in seinem Handwerk. Gar nicht dran gedacht, da ich ja hier den Boden mit irgendwas überziehen muss, damit die da landen können. Wir wären ein Landeplatz aus Marmor. Wie geht es deinem Hund? Gut, er schläft. Es sieht jedenfalls so aus, wenn er schläft. Vor allem konnte Mobile Simpsons wirklich lachen, es wollte halt nur keiner sehen. Lachende Barkeeper sind schlecht fürs Geschäft. Boah, ihr seid hier schon fertig. Und weiter. Aber cool, dass die Bots auch Bäume fällen können. Hauptsache Rowdy ist happy. Der ist bei starkem psychischem Brummen. Es gibt aber auch diese Aluhut-Dinger, womit du, glaube ich, das psychische Brummen abwehren kannst. Da auch nochmal 1000 Holz hin. Moment, den kann ich auflösen. Ach Gott sei Dank, das Brummen hat aufgehört.
Minus 39 auf die Stimmung war schon hart. Kannst du ein Haar aus rotem Teppich auf die Landezone machen? Elektrisches Störfeld für 7,5 Tage. Wer hat daran Spaß? Ich nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe Teppichforschung nie gemacht. Welche Forschung lief denn gerade? Aber ja, man kann ein Haar auf den Landeplatz machen. Kannst du nirgendwo Kampfautomaten-Roboter bauen? Ich kann mit der Genmod theoretisch Mechanoiden später ausschlachten und kann mithilfe der Gene der Mechanoiden Kombinationen machen, die dann für mich kämpfen. Aber das habe ich noch nie gemacht. Viel Spaß auf Netflix, Pixel. Tomate. Die Wiederbelebungsnaniten, ob man die selbst herstellen kann, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe keine Mod installiert, wodurch du das kannst. Oder ich habe die Forschung noch nicht. Und ja, alle Drogen und Bier und so weiter sind gute Einnahmequellen. Mal gucken, was der Research Counter bringt. Mir gerade ist aufgefallen, dass ich den habe, aber ich glaube, das war nicht so viel. Weil der kostet nur 20 Silber. Also warum nicht? Ach, plus 1%. Engen wir dich mal ein bisschen ein. Hast du die toten Kolonisten wiederbelebt? Nein. Kolonisten sind tot, bleiben tot. Ach so. Deshalb haben wir da immer einen Kurzschluss.
Das hat gar nichts mit meinen Sicherungen zu tun, sondern die mögen... Wer hätte das gedacht? Ein Radio mag kein Wasser. So, Rowdy ist inspiziert und könnte irgendwas zähmen. Ist aber leider bei Tieren auf 3 und wird dementsprechend nichts zähmen. Weil alles, was er zähmt, ist uninteressant für mich. Das kann Credo schon besser. Rattenhasen, lass mich üben. An was üben? Aber was willst du denn an Ratten oder Hasen üben? Was habe ich gerade gesagt? Ja, noch mehr Bauteile aufgespült. Ach so, zähmen und danach essen wir sie. Ja, aber du bist ja jetzt inspiriert. Das bedeutet, dass die Inspiration beim nächsten Zähmen rausfällt. Vor allem bist du mein Haupthandwerker. Ich werde meinen Haupthandwerker nicht rausschicken, irgendwelche Tiere zähmen, wo die vielleicht den angreifen können und den umbringen. Gute Nacht, Thorak. Ein Prozent ist 1%. Richtig, der hat ein einziges Mal die Chance zu 100% zu zähmen. Also 100%iger Erfolg. Aber er muss halt... Wie heißt das? Er muss aber die Möglichkeit haben, dieses Tier zu zähmen. Und du meinst Credo Zähmer, nicht der Zähler. Findet er wieder 8000 Bauteillager. Versuch auch mal Gold zu finden. Wohl 3 für fortschrittliche Bauteile. Wir können 10, 50, 60 noch herstellen. Und ich sehe gerade, wir sind zeitlich wieder am Ende. Das Maschinenreste-Vorkommen ist sogar auf dem Rückweg. Da ist eine Riesenspinne in unser Gebiet gekommen. Thank you.
Upsala. Ich habe außerdem eine Rauchgranate mit angezündet. Lauf, gelbe Viper! Ach, du bist schlecht im Laufen. Und eigentlich die in die Karawane reinlocken. Oh, es scheint zu funktionieren. Nämlich, wärst du ein guter Zähmer, hätten wir die erzählen können, dann hätte ich endlich mal eine weibliche Spinne. Ich glaube, weil die Spinnen auch nicht standardmäßig drin sind, kann ich da kein Genom rausnehmen. Also es ist kein spezielles eigenes Genom. Oder ist das Insektoid? Ich glaube, das ist nicht damit gemeint. Das fällt wahrscheinlich darunter. Das Ding ist ja aus dem Extended Schieß mich tot Zeug. Da fehlt eine Tür seit 8000 Folgen.